mein Name ist Michelle, ich bin von Froh und Bunter und ich zeige euch heute ein paar Tipps zum Thema Grundieren. Ich habe heute zwei Farben ausgewählt, einmal ein helles Grün und einmal ein Weiß. Das Weiß mache ich außen hin und das Grün kommt innen rein. Am besten wählt man hellere Farben, damit ist man auf der sicheren Seite. Denn wenn man dunkle Farben wählt, muss man damit rechnen, dass sie auch weitere Farben, die man oben drauf setzt, verschlucken. Ich fange als erstes an, die Rückseite zu bemalen, denn wenn wir später alle drei Schichten bemalt haben, enden wir auf dieser Seite und so ist es einfacher, einen sauberen Rand hinzukriegen. Ich tauche den Pinsel bis zum Metallanschlag ein, streiche einmal die Farbe leicht ab und fange direkt an zu pinseln. Am besten legt man Papier unten drunter, so kann man dieses Papier einfach mit anmalen und so kann man sich sicher sein, dass auch der Rand gut bemalt wird. Am besten immer darauf achten, dass der Pinsel gut geschmeidig über die Keramik drüber fährt. So kann man sich sicher gehen, dass man genug Farbe auf dem Pinsel hat. Dennoch muss man zügig arbeiten, denn es ist so ähnlich wie beim Nagellack. Die Farbe wird schnell zäh und dann bekommt man leichte Rillen. Und diese sehen später in der Keramik nicht so schön aus. Und so bemalen wir eben die ganze Fläche, sodass wir jede weiße Stelle erwischen und im Endeffekt die ganze Keramik bemalt worden ist. Und jetzt warten wir, bis der Glanz weggeht, denn so wissen wir, dass die Farbe getrocknet ist. Jetzt drehe ich die Schale um. Wir können das ganz einfach umdrehen. Wenn ein Fingerabdruck drinnen ist, dann ist das nicht so schlimm, denn später übermalen wir das ja sowieso nochmal mit den weiteren Schichten. Weiter geht's jetzt mit der grünen Farbe, die ich wie gesagt innen reinsetzen werde. Auch hier tauche ich wieder den Pinsel bis zum Metallanschlag rein, streiche einmal kurz ab und fange an zu bemalen. Auch jetzt darauf achten, dass man wieder schön gleichmäßig malt und zum Rand malt man von unten nach oben. So bleibt nämlich der obere Rand ganz automatisch frei und so können wir einen schönen weißen Rand setzen. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch zweimal, sodass wir im Endeffekt drei Schichten von jeweils der weißen Farbe und der grünen Farbe gemalt haben und die ganze Keramik schön mit Farbe bedeckt ist. Jetzt lässt sich die Keramik auch wieder ganz leicht umdrehen, denn die Farbe ist außen schon getrocknet, so lässt sie sich leicht greifen und wir können mit der nächsten Schicht anfangen. Ich habe jetzt schon alle drei Schichten bemalt und muss mich jetzt noch um den Rand kümmern. Dafür tauche ich wieder mit dem gleichen Pinsel in die weiße Farbe, denn ich möchte einen weißen Rand. Setze den Pinsel schräg an und fahre dann einfach einmal am Rand entlang. Genau so, damit auch jede Stelle bedeckt ist. Denn wichtig ist, dass im Endeffekt die ganze Keramik voller Farbe ist und wir keine rohe Stelle mehr haben. Denn nach dem Brennen haben wir sonst raue Stellen in der Keramik und die Keramik kann eventuell dadurch auch kaputt gehen. Und nachdem wir dann eine Schicht auf den Rand gelegt haben, machen wir natürlich auch noch zwei weitere Schichten drauf, sodass am Ende drei Schichten auf dem Rand liegen.